WD Black. Performance storage, purpose built for gaming. Drive your game. Two Point Campus heißt das neue Projekt der Two Point Hospital Macher, das 2022 für PC und alle aktuellen Konsolen erscheinen soll. Wir konnten einen ersten Blick auf das akademische Aufbau-Management-Spiel werfen, das sich selbst nicht so ernst nimmt. Im Nachfolger wird man den Campus einer Universität aufbauen und sich dabei um die vielfältigen Bedürfnisse der Studenten kümmern. Dabei gibt es nicht nur Lehr- und Forschungseinrichtungen, sondern auch andere universitätsnahe Gebäude und Grünflächen. Alles ist in einem Areal zusammengefasst und nicht über die Stadt verteilt. Im Interview erklärten uns die Entwickler, dass sie einen Schauplatz als Grundlage nehmen wollten, der in der Lebenswelt vieler Spieler bekannt sei, wodurch man einen persönlichen Bezug dazu hätte. Zudem würden sich durch das Szenario viele popkulturelle Möglichkeiten bieten. Schließlich spielen auch Harry Potter, Sex Education und viele andere Serien oder Filme an Bildungseinrichtungen. Der typische Humor des Vorgängers und viele kuriose Animationen der cartoonhaften Figuren sollen den virtuellen Campus zum Leben erwecken. Im Vergleich zu Two Point Hospital sollen die kreativen Baumöglichkeiten ausgeweitet und das virtuelle Leben der Studenten stark ausgebaut werden. Zunächst aber zum Aufbau der Universität, der im Gegensatz zum Vorgänger wesentlich mehr Freiheiten bei der Errichtung größerer Komplexe erlauben wird. Man ist nicht mehr auf vorgefertigte Gebäude für die Räume angewiesen, sondern kann alles selbst auf dem Campus bauen. Außerdem gibt es weniger Einschränkungen als bei Two Point Hospital. So kann man zum Beispiel Anlagen für die Unikurse auch draußen bauen. Es können Wege angelegt, Bäume oder Hecken gepflanzt und Skulpturen platziert werden, wodurch ein vielfältiger und bunter Campus entsteht. Oder ein funktionelles Mahnmal der Bildung, je nach Belieben des Spielers. Sollte der freie Bau zu umständlich sein, kann man auf einfache Grundflächen und sehr wahrscheinlich auf das Blaupausensystem für die Räume aus Two Point Hospital zurückgreifen. Grundsätzlich baut man aber Räume mit speziellen Funktionen, legt die Ein- und Ausgänge fest und platziert Einrichtungsgegenstände, die für die wesentlichen Aufgaben wichtig sind. Wobei natürlich alles Geld kostet und die Limits vom Bankkonto gesetzt werden. Neben dem Bau von Werkstätten, Bibliotheken und Hörsälen muss man auch Mitarbeiter einstellen. Hierzu gehören exzentrische Professoren, verrückte Wissenschaftler und andere Angestellte. Da auch das Unileben in Two Point Campus in Semester mit vorlesungsfreier Zeit unterteilt ist, gibt es längere Zeiträume, in denen an der Uni kein Hochbetrieb ist. Dann hat man Zeit, um seine Uni auf die Ansprüche der Studentenscharen vorzubereiten. Oder man spult die Zeit schnell vor, wenn man sich sicher ist, dass der Campus schon gut genug sei. Welche Studenten an die akademische Stätte kommen, liegt natürlich am Kursangebot, das die Entwickler in etwa mit den unterschiedlichen Krankheiten aus Two Point Hospital vergleichen. Die Studenten aus Two Point County können zum Beispiel die Ritterschule besuchen und lernen, wie man Turniere bestreitet, sofern man entsprechende Räume und Stadien baut. Oder sie lernen in der Gastronomie, wie riesige Pizzen und dicke Pasteten an überdimensionalen Gerätschaften entstehen. Zauberei, Robotik, Astronomie und sportliche Themenfelder dürfen ebenfalls studiert werden, wobei recht viele Kurse an der frischen Luft stattfinden. Schließlich soll es reichlich Blödsinn zum Beobachten geben. Die Ausstattung der Universität, also welche Objekte in den Räumen und welche Dekosachen wo platziert wurden, wird sich auf die Moral der Studenten auswirken. Zumal Ritterstudenten nicht von den gleichen Dingen zufriedengestellt werden wie zukünftige Astrologen. Apropos Studenten, sie werden in Two Point Campus eine wesentlich größere Rolle als die Patienten in Hospitals spielen. Schließlich wird man die simulierten Studenten über mehrere Jahre lang begleiten und sieht, wie sie sich entwickeln, ob sie ihr Potenzial nutzen und welche Romanzen sie eingehen. Bei den Krankenhauspatienten reichte das Charakterengagement längst nicht so weit. Generell haben die Studenten zwei große Bedürfnisse. Einmal nach Bildung in Hörsälen und in pseudoakademischen Städten und dann noch soziale Bedürfnisse. Jeder Student hat eine eigene Persönlichkeit und Wünsche, die sich mit Clubs, Studentenverbindungen und Konzerten befriedigen lassen. Wenn alles gut läuft, knüpfen die Studenten auch Beziehungen am Campus. Und falls es mit den Romanzen nicht so richtig klappt, hilft die Seelsorge, die man als Campuschef natürlich bereitstellen muss. Diesen sozialen Aspekt wollen die Entwickler erst später ausführlicher vorstellen. Die spielerische Struktur von Two Point Campus wird sich an dem Vorgänger orientieren. So wird es mehrere Missionen oder Szenarien geben, die man im Kampagnenstil der Reihe nach absolviert. Dabei sollen die Spieler nicht zu stark an die Hand genommen werden. Sie sollen vielmehr in ihrem eigenen Tempo spielen können, was als Curated Sandbox bezeichnet wird. Es gibt zwar Ziele, diese soll man jedoch auf unterschiedliche Weisen erreichen können. Oder man kümmert sich erst um gewisse Aspekte der Universität und macht das eigentliche Ziel erst später.
Ein Sandbox-Modus abseits der Missionen ist ebenfalls geplant. Mod-Unterstützung wird höchstwahrscheinlich wie bei Two Point Hospital später via Update nachgeliefert. Und man soll auch die Landschaftsobjekte modden können. Die Entwickler verfolgen das Ziel, dass das Spiel zugänglich und verständlich sein soll. Hinter der putzigen Fassade soll sich eine tiefe Management-Ebene verbergen. Wobei an dieser Stelle abzuwarten bleibt, wie komplex diese Komponenten letztendlich ausfallen werden. Gleiches gilt für die sozialen Interaktionen zwischen den Studenten. Nichtsdestotrotz hinterließ das Spiel bei der ersten Präsentation einen guten Eindruck, da es von den erweiterten Baumöglichkeiten, tollen Animationen und vielen kreativen Blödsinnsideen bei den Kursen profitiert. Wir sind gespannt darauf, uns im nächsten Jahr einschreiben zu können.